So, hallo und herzlich willkommen zurück. Zack. Eine Folge mache ich noch. Oh. Hey, Nick. Und wie war das, Nick? Wie beim Schlafwandeln. Ein seltsames Gefühl. Was auch immer ich bin, will sich nie zu lange von dem hier entfernen. Ich krieg allmählich das Gefühl, dass Nick sich an die Kugel gewöhnt, so dass er, ich sag mal, auf seine Freunde mehr oder weniger verzichtet. Irgendwie, weil er immer unabhängiger wird. Oh, Vorsicht! Haha, ich kann durch den Laser laufen. Das sieht für mich hier aus irgendwie wie so eine Art Labor. Das ist doch mein Labor. Beziehungsweise das Labor von unserem Doggy. Hier haben wir doch die Zuschauer durchgejagt. Oh. Zu gefährlich. Habe ich nicht gesehen. So, dann haben wir mal Reichweite hier. Ich gehe noch mal rein. Yeah. Wunderbar. Nein. So, jetzt laufe ich aber dann nicht rein. Das ist blöd, man hat so wenig Leben. Oh, komm! Mit diesem Kristall hält man natürlich null aus, ne? So viele Sicherheitsmaßnahmen. Ich bin sehr gespannt darauf, was Victor hier treibt. Ah. Ah, da an der Seite. Hier kommen wir gut rein. So. Haben wir die auch erledigt? Hui. Vorsicht ist geboten.
immer größer. Sieht aus, als benutzt er die Riesenrelikte in einer Art Motor. Das ist ein Motor für ein Schwebeauto in tausendfacher Größe. Der da reicht für ein Flugzeug von 3 Kilometern Länge. Mal sehen, was wir hier noch finden können. Boah. Oh ja, super schneller Robo. Noch einer. Alter, dass der einen trifft, das ist ja... Das ist praktisch programmiert. Alter, da hinten sind ganz viele von denen. Krank. Was hat der nur vor? Hä, was? Oh, komm jetzt. Wow. So. Krank. Ey, man stirbt echt so oft. Schade. Alle auf einmal. So. Folge ist auch schon bald vorbei und ehrlich gesagt freue ich mich ein bisschen darauf, denn da muss ich einen Arsch voll rendern, Alter. Kacke. Das wird eine lange Nacht. Oh, ich habe schon gedacht, das ist ein Gegner. Alter, habe ich mich jetzt verjagt? Hab ich mich jetzt erschrocken? Okay, Alter! Dringend leben. Ah, super. Aha, das ist doch vielversprechend. Hier gibt es doch sicherlich Hinweise. Ich glaube, Sie wollen nur genug von diesen Riesenrelikten finden, um selbst etwas zu bauen. Ja, genau, Lukas. Das stimmt. So aufgeregt war ich seit Jahren nicht. Also fände ich es schön, wenn du mir helfen würdest, herauszufinden, wo sie herkommen. Tja, das hier sieht wie der Plan einer Mine aus. Ja, alles sehr detailliert. Sieht aus wie eine Markierung für jede Fundstelle eines Riesenrelikts.
Je tiefer er ging, desto mehr fand er. Bis der Weg irgendwann versperrt war von dieser Tür. Mann, das muss ihn ordentlich frustriert haben. Er hat gerade genug Relikte für den Bau des Riesenmotors und dann ist Schluss. Doktor? Ja, Nick. Ich glaube, ich bin der Schlüssel. Ja, das hat Victor gesagt. Nein, ich meine ein echter Schlüssel. Sehen Sie die Löcher in der Tür? Jedes hat die Form eines meiner Teile. Da ist die Brust, da der Kopf. Victor glaubt, ich kann die Tür für ihn öffnen. Womit nur eine Frage übrig wäre. Wo ist die Mine? Und warum? Die Trocto-Mine. Hä? Das muss sie sein. Auf dem Hügel daneben ist Victors altes Schloss. Das ist wundervoll. Dann lasst uns aufbrechen. Das Spiel macht echt Spaß. Wenn es läuft, dann macht es Spaß. Aber es gibt natürlich sehr viele Momente, wo man sich fragt, what the fuck? Ich hab's vergessen. Oh, ich glaube, ich mache jetzt aber auch mal eine Aufnahmepause. Das reicht eigentlich für heute. Mal gucken, wie viel ich habe. Da muss ich morgen noch ein bisschen und dann morgen ein arschlanges Stück Infamous zocken. Den ganzen Tag. Alter, was habe ich mir da nur vorgenommen? Das nächste Mal nehme ich mir 3 Wochen vorher Urlaub. Vor meinem Urlaub. Also Urlaub vor dem Urlaub. Ja, ich mache mal eine Aufnahmepause. Ich spiele wahrscheinlich erst morgen wieder weiter. Und wir sehen uns dann.